und herzlich willkommen zu Gamondo packt aus. Der Show, in der ihr dabei zu seht, wie wir geile Sachen auspacken. Ja, vor ein paar Wochen haben wir uns die Nipponichi Collection Volume 2 angeguckt. Und da hatte ich noch gesagt, wäre toll, wenn wir jetzt auch noch die Volume 3 irgendwie hätten. Und jetzt ist es passiert, jetzt haben wir unverhoffter Dinge die Nipponichi Collection Volume 3 erhalten. Als Limited Edition steht hier. Mit den beiden Titeln La Pucelle Ragnarok und Rhapsody, A Magical Adventure. Ja, mit beiden Titeln hatte ich jetzt nicht so wirklich Berührungspunkte. Ich meine, von Rhapsody hatte ich bisher noch gar nichts gehört vorher. La Pucelle, das kam mir schon mal bekannt vor. La Pucelle Tactics, das war auf der PlayStation 2. Und ja, aber gespielt habe ich es nie und ist auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Beides sind jetzt so Strategie-Rollenspiele und passen eigentlich total in mein Beuteschema. Komisch, dass ich da bisher noch nie irgendwas von gespielt habe. Kann ich jetzt theoretisch gesehen nachholen. Also schauen wir uns aber erstmal gemütlich diese Limited Edition an von Nipponichi Collection Volume 3. Prinny Presents Nipponichi Classic Collections Volume 3 bietet zwei neue Klassiker aus der guten alten Zeit. Zum einen haben wir Rhapsody, A Musical Adventure. In diesem Rollenspiel streiten sich zwei Damen um einen eleganten Prinz. Es gibt eine Menge Musical-Nummern und natürlich Rollenspielelemente. Das zweite Spiel ist La Pucelle Ragnarok und ist ebenfalls ein Rollenspiel. In den strategischen Schlachten kämpfen wir gegen Monster und andere fiese Wesen. Und das Ganze wird uns, wie auch in Rhapsody, in putziger Anime-Optik präsentiert. Ja, und hier wollen wir dann reingucken, dass Pretty Presents Nipponichi Classics Collection Volume 3. Es ist eine nette kleine Packung, wie zuvor auch schon die Volume 2, das heißt, hier gibt es keine großen Überraschungen. Ich gehe mal davon aus, dass das Gleiche auch auf den Inhalt zutrifft. Dass wir da wieder diese ja Acryldinger zum Aufstellen haben, die so schwierig zum Zusammenstecken sind. Das heißt, ich bin darauf ein bisschen vorbereitet. Aber zunächst einmal schauen wir uns die Box an. Sieht nett aus. Vorne haben wir jetzt hier La Pucelle Ragnarok. Das sieht irgendwie ganz klassisch aus. Also hat diesen klassischen Stil, wie ich immer sage. Das ja, sieht cool aus. Ist ein nettes Cover. Auf der anderen Seite haben wir dann natürlich das Cover für ja Rhapsody, A Magical Adventure. Sieht auch nice, sieht ein bisschen putziger aus. Gut, das Spiel ist auch ein bisschen putziger. Zumindest soweit ich weiß. Ich habe es ja noch nicht gespielt. Sieht aber echt nice aus. So, jetzt haben wir hier an den Seiten haben wir natürlich auch noch hier diese Bildchen. Das sieht nett aus. Diese Seite sieht auch ganz nett aus. Und oben haben wir wieder dieses von den ja, Jubiläumsding, Prinny-Ding. Sieht nett aus. So, dann wollen wir mal reinschauen. Ich mach mal auf. Und ja, wo haben wir denn? Fangen wir hiermit an. Wird wahrscheinlich der Soundtrack sein. Fangen wir jetzt mal mit einem Soundtrack an. Ich glaube, ein Soundtrack, na gut, haben wir bestimmt schon mal mit angefangen, aber es kommt nicht so häufig vor. Müssen wir aber auch erstmal rausholen, damit wir uns das genauer angucken können. Soundtracks. Ich mag ja Soundtracks, gerade Spiele-Soundtracks. Das ist das meiste, was ich, glaube ich, so höre. Neben Anime- und Manga-Soundtracks. Manga-Soundtracks, Anime-Soundtracks. Von Mangas ist ein bisschen schwierig. So, jetzt haben wir die Hülle befreit vom Plastik und schauen uns das Cover an. Wir haben hier wieder natürlich das Pretty Jubiläumslogo. Ist, ja, nett. Hinten haben wir dann die Trackliste. Ist, ja, das ist, da kann man nicht meckern. Cover hätte man schöner gestalten können, wie ich finde. So, jetzt haben wir hier in das erste Label
mit dem ja, Muster auf der einen Seite und dann die CD mit dem Label. Sieht nett aus. Und auf der anderen Seite dann von Rhapsody. Sieht auch ganz nett aus. Das ist das Label zumindest. Kann man machen. Na? So, muss man mal vorsichtig mit umgehen. Dann das Artbook. Wir gehen hier in eine ganz andere Reihenfolge durch. Das Spiel hatten wir noch nicht. Artbox, ja, immer ein kleines Highlight. Finde ich geil. Ist hier natürlich ein bisschen kleiner. Das Cover sieht nice aus. Das ist jetzt hier mit Rhapsody und ja, Ragnarok quasi nebenan. Passt sehr gut zusammen, irgendwie, wie ich finde. Sieht nett aus. Sehr cool. Hinten haben wir wieder nur das Ding, das Printing-Bild. Finde ich ein bisschen schade, dass das wieder so klein ist, aber Hardcover und fühlt sich toll an. Ich mag Artbooks. Schauen wir mal kurz rein. Hier haben wir dann die Character Designs. Auch immer sehr schön. Ich finde den Stil, den die verwenden, sehr schön. Das ist jetzt, glaube ich, nicht von Harada. Also Toshida. Ja, wie auch immer der Typ nochmal hieß. das ist aber auch sehr schön, ich finde. So, mal gucken, was wir hier haben. Ja, Artworks haben wir natürlich auch sehr schön. Das ist richtig nice, richtig geil. Sehr schön. So, das ist sehr, sehr schön. Takehito Harada, so hieß der Typ. Der Zeichner hier, der die ganzen Character Designs gemacht hat für Disgaea und für ein paar andere von Nippon-Ichi. Das hier scheint mir von jemand anders zu sein. Das ist ein anderer Stil. Aber auch sehr, sehr schön. Artbooks, geil. Jetzt guck ich mal, dass wir das Spiel finden. Ja. Spiel gefunden. Na, das will nicht so recht. Machen wir so. Kriegen wir alles irgendwie hin. Ja, ist die Switch-Version. Ich finde ja, dass gerade diese alten klassischen Spiele wunderbar auf die Switch passen. Mit den Modulen, die so schön klein sind. Aber als Sammler möchte man auch so eine richtig schöne Hülle haben. Und die schauen wir uns jetzt hier genauer an. Sieht sehr nett aus, ist sehr cool. Das ist dieses, ja, beide Cover zusammen. Die man auch so aus der Deluxe, es gibt noch eine Deluxe Edition neben dieser Limited Edition, da ist halt das Spiel und ich weiß gar nicht, was da noch dabei ist. Irgendwas anderes, wahrscheinlich ein kleineres Artbook oder sowas. Schauen wir uns die Rückseite an. Ja, das ist wieder mit einem gigantischen Bereich für ja, die rechtlichen Hinweise. Das ist ein bisschen schade. Aber wie auch schon zuvor bei der Nippon Collection 2 und auch bei der Nippon Collection 1 haben wir Wendecover. Und das finde ich richtig geil, denn hier haben wir jetzt für beide Versionen, also hier vorne haben wir jetzt auf dem Cover erstmal das für Rhapsody. Das Bild sieht sehr schön aus. Richtig schönes Bildchen. Also das ist mal ein nettes Cover. Mag ich sehr. Und auf der Rückseite haben wir dann das von ja, La Pucelle Ragnarök. Das erinnert an die Disgaea Covers, also an die klassischen Covers mit den ganz vielen Charakteren und so weiter. Sieht auch richtig, richtig geil aus. Ist sehr schön, ist ein richtig schönes Motiv. Finde ich sehr, sehr nett. Super. Einfach nur geil. Also die Wendecover, absolut traumhaft. Mag ich. Sehr gerne. So, jetzt kommen die Acryldinger. Die stecke ich dann erstmal gleich wieder zu, ja, offscreen zusammen, weil das wahrscheinlich wieder ein bisschen hakelig wird. Aber ich will euch zumindest die Bilder zeigen vorher. Dann schauen wir mal kurz rein. Also das ist jetzt das hier von Ragnarok, also von La Pucelle. Ist ein sehr, sehr schönes Motiv, wie ich finde. Sieht sehr schön aus. Ist, ich meine, die Figuren, die Charakter, das ist einfach toll. Und gerade das mit dem Hintergrund,
Das ist ja Kirchenfenster, so Buntglasfenster, das passt super zu diesem Acryl. Also da haben sie mal was richtig getroffen. Da ist jetzt auch wieder eine Münze dabei. Da haben wir dann auch wieder zwei Motive. Also einmal natürlich das Motiv, was wir überall haben, das mit den Prinnies, das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite natürlich das Motiv für La Pucelle Ragnarok. Ich bin jetzt natürlich kein großer Münzfreund. Münze haben wir auch hier für Rhapsody. Schauen wir uns die eben kurz an. Sieht auch ganz nett aus. Ja, Münze. Und auf dem Acrylbild, da haben wir natürlich jetzt wieder das Motiv, das wir auch auf dem alternativen Cover haben, was ich sehr, sehr schön finde mit dem Baum und so weiter. Ist richtig nice. Finde ich sehr, sehr schön. Richtig geil wäre natürlich das als Figur gewesen. So, als zum Beispiel. Finde ich ein bisschen schade, dass die hier keine Figur mit meinen Münzen so zum Sammeln. Auch eine ganz nette Idee, aber naja, so ist es halt. Ja, und das war das letzte Element hier. Ja, und das ist sie nun, die Limited Edition von Pretty Presents Nipponichi Classics Collection Volume 3. Wir haben das Spiel mit einem nicen Wendecover Highlight. Auf jeden Fall. Eine coole Box mit zwei Seiten, die richtig coole Motive haben, ist nett. Wir haben den Soundtrack, der ein bisschen blass ist, jetzt nicht vom Sound, sondern ich meine jetzt von der Gestaltung her, ist so ein bisschen, ja, am Fließband, wie ich finde. Artbook, mein richtiges Highlight, also das Highlight der Collection, ist immer noch, ja, ein Artbook, sehr geil, ich mag die Bilder, tolle Sache, ist schön gezeichnet und so weiter. Die Standees, die mit den Münzen, ja, ist Acryl, wer es mag, die Dinger, die Halterungen für die Münzen waren wieder schwer zusammenzuklatschen. Das ist echt, boah, meine Güte. Einmal habe ich gedacht, ich hätte das Ding abgebrochen, aber zum Glück ist da jetzt erstmal nichts passiert. Kann aber leicht passieren, weil echt schwer zusammenzusetzen ist. Ging jetzt leichter als beim letzten Mal, aber es ist immer noch furchtbar. Möchte man nicht machen. Ja, irgendwie fehlt hier noch was, so ein Poster oder irgendwas anderes. Das Ganze von der Gestaltung und her, einfach vielleicht, weil es jetzt der dritte Teil ist von so einer Limited Edition und ich hätte jetzt auch die zweite Version auspackt, das hatte ihr ja gesehen im Video, ist ja im Grunde um das gleiche, nur mit anderen Motiven. Das gibt so ein bisschen die Vibes von Fließbandarbeit. Ist so ein bisschen, ja, nicht ganz so, wie man es vielleicht gerne hätte. Ist trotzdem eine sehr, sehr nette Limited Edition. Ich meine, die Spiele dürften wahrscheinlich über alle Zweifel haben, dann sonst hätten sie die nicht in diese Classic Collection gepackt. Das sind wahrscheinlich fantastische Spiele. Artbook ist geil. Ja, also man hört vielleicht, bin ich ein bisschen enttäuscht, aber es ist halt immer noch ziemlich nice. Also will ich mich mal nicht beschweren, ist schon nett gemacht. Von daher, dann auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.